So, da sind wir auch schon wieder, wie wir gerade sehen, Tag 43. Bei dem nächsten kleinen Tipps und Tricks Video, worum geht es diesmal? Genau, es geht um den guten alten Honig. Ihr seht schon, 10 Waben habe ich quasi in der Tasche. Die haben wir natürlich in unserem Lager. Aber wenn ich ein Video darüber machen wollte, wollte ich natürlich auch zeigen, wo ich das Ganze her habe. So, jetzt war ich gerade auf der Reise nach einer Dungeon, um da quasi auch ein kleines Tutorial drüber zu machen. Und was habe ich gesehen? Genau diese Hütte. Nach so Hütten müsst ihr halt Ausschau halten, weil genau da wird sich der Honig drin verstecken, beziehungsweise die Wabe, ach, der Bienenstock. So, wie holt man das Ganze runter? Ich mache es immer mit dem Pfeil. Diesmal habe ich sogar noch Feuerpfeile dabei. Zack. Zack. Ja, jetzt macht er ein bisschen Radau. Und was sehen wir da oben? Zack. Haben wir es eingesammelt? Yep. Also, ihr habt gesehen, Bienenkönigin wurde eingesammelt und eine Wabe. Was machen wir mit dieser Bienenkönigin? Richtig, wir können damit jetzt selber einen Bienenstock erbauen. Und zwar genau hier. Einfach bei Herstellung, dann hier auf Bienenstock. Man muss natürlich eine Werkbank dabei haben. Aber ich denke mal, ihr baut das ja eh in der Basis. Also ihr könnt das auch nur in dem Radius dann bauen, wo auch eure Basis ist, beziehungsweise wo eine Werkbank ist. Aber denkt dran, der Bienenstock braucht ein bisschen Platz um sich rum. Also ihr könnt ihn nicht überall platzieren. Also direkt am Haus wird nicht möglich sein. Einfach ein bisschen weiter weg und dann wird das Ganze funktionieren. Schatz, weißt du gerade, wie lange ein Honig ungefähr braucht? Nee, aber gefühlt wirklich überhaupt nicht lang. Also relativ schnell ist der Honig wohl da, aber genauso schnell ist der Honig auch wieder verbraucht. Wir können kurz die Daten angucken vom Honig. Gewicht 2,2 Kilo, Gesundheit bekommt man 20, Ausdauer auch 20, 5er Heilticks bekommt man und das Ganze dauert 5 Minuten. So, ich hoffe, ich konnte euch damit schon wieder weiterhelfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen. Eventuell sehen wir uns dann mal im Livestream, wenn ich mit meiner Frau zusammen am Spielen bin. Sie ist zwar gerade auch online, aber ich bin ein bisschen für YouTube am Aufnehmen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, haut rein.